Auf der Homburg soll in der Neujahrsnacht die weiße Frau umgehen. Sie kann nur von einem mutigen Burschen erlöst werden, der ungeachtet vieler Gefahren 3 Eimer Wasser auf die Brücke raufschleppt. Doch den meisten Burschen grauste es irgendwann. Und die weiße Frau wartet so immer noch auf ihre Erlösung. Diese Männer könnten der weißen Frau wieder Hoffnung geben. Aber allein der Aufstieg ist beschwerlich, quer durchs Landschaftsschutzgebiet, über historische Wege. Es wird sicherlich nötig sein, den so herzurichten, dass man mit dem Fahrzeug hier rauffahren kann. Und nicht nur mit Treppenstufen, das wird nicht genügen. Das ist ein Landschaftsschutzgebiet hier, das wird ja... Das wird alles nicht so einfach sein. Da sind wir uns auch drüber klar vom Verein aus, dass hier einiges geschehen muss. Aber wir sind ja erst am Anfang. Nun soll es hier bald mit der Ruhe vorbei sein. Der Förderverein Burg Homburg ist mit Sense und Spaten da, um einen Vorgeschmack davon zu bekommen, wie es sich anfühlt, die Burg freizulegen, die schon seit 500 Jahren in Trümmern liegt. Da braucht es viel Idealismus. Es wird einige Jahre in Anspruch nehmen, vielleicht auch Jahrzehnte, bis man hier wieder Leben in Anführungsstrichen in die Bude bringt. Nun, das ist unser Wahrzeichen hier, das Wahrzeichen der Stadt Oldendorf und auch der Umgebung. Wenn ich jetzt die Stadt Ettershausen mit ins Boot hole, als Partnerstadt sozusagen, und dieses Wahrzeichen, wenn man sich umsieht, das verfällt mehr und mehr und wird irgendwann nicht mehr da sein. Und ja, das ist eben die Faszination, dem entgegenzuwirken. 1898 hatte die Stadt die Burgruine schon einmal als Ausflugsziel hergerichtet. In den 30er Jahren wurde der verfallene Turm neu aufgemauert, aber der ist inzwischen wieder so baufällig, dass er gesperrt werden musste. Der Wald um die Burg herum und die Burg selbst gehören der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Und die will der neue Förderverein davon überzeugen, dass es sich lohnt, hier Geld reinzustecken und nicht nur Warnschilder anzubringen. Wir wissen, dass es schwierig ist. Wir wissen, dass wir an vielen Stellen bohren müssen. Wir wissen, dass wir uns zunächst auch mit der Stiftung auseinandersetzen müssen, der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz. Denn die ist ja Eigentümer dieses ganzen Geländes hier. Und dann werden wir gemeinsam einen Weg suchen und ich bin überzeugt auch finden, um das hier wieder wirklich attraktiv zu gestalten. Sie müssen nicht nur mit der Stiftung verhandeln, die sich finanziell beteiligen soll, sondern auch mit der Landschaftsschutzbehörde und wohl noch weiteren Ämtern, an die jetzt noch keiner denkt. Wir gehen mutig daran und wir sind sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Jetzt braucht der Verein nur noch viele neue, tatkräftige Mitglieder. Dazu soll es Anfang November eine große Veranstaltung geben. Und weil die Stadt Oldendorfer mutige und zupackende Leute sind, stehen die Chancen für die weiße Frau auf der Homburg gar nicht mal so schlecht, nicht noch weitere 500 Jahre auf Erlösung warten zu müssen.